Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Podcast oder vielmehr einem Gedankenaustausch, den ich mit euch vornehmen möchte. Und zwar geht es um das Thema OnlyFans. Ihr habt das ja mitbekommen, vor ein paar Tagen oder mittlerweile einer Woche, zwei Wochen sogar, hat OnlyFans sich etwas arg hart ins eigene Bein geschossen. Und zwar hat man gesagt, hey, wir wollen diesen ganzen sexuellen Content, Pornos und so weiter, Bilder wie auch Videos, nicht mehr auf unserer Seite sehen. Wir wollen dafür nicht bekannt sein, was sehr schwierig ist zu entfernen, weil das hat man damit automatisch verbunden. Ich nehme an, ihr kennt alle OnlyFans und ihr habt wahrscheinlich da auch einschlägige Meinungen darüber, also was man für ein Content darauf sieht. Selbst wenn man niemals dort unterwegs war, verbindet man damit direkt eher so perverse Dinge und eben nicht jetzt irgendwelche Leute, die was malen oder singen oder sonstige. Und OnlyFans hat wohl Probleme bekommen mit den Geldgebern, mit den Banken oder halt mit den Verträgen an sich, also Werbeverträgen und so weiter. Ich weiß es selbst nicht genau, was es war. Ich glaube, sie haben in ihr Statement nur was von den Banken geschrieben und haben eben gesagt, dass das so nicht einfach weitergeht und sie eben diese ganze Sache sperren müssen. Dazu haben sie dann auch ein Update von ihren Richtlinien rausgehauen und da stand dann eben drin, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass eben so explizite Geschichten, pornografische Sachen nicht gezeigt werden dürfen, also nicht mehr. Und das ist für eine Seite, die fast ausschließlich dafür bekannt ist, also und auch eben das macht und nutzt. Also die Creator wie auch die User haben ja genau das gemacht und genutzt, was sie jetzt verbieten wollen. Und da gab es natürlich einen riesen Backlash. Also viele, viele, viele User sind direkt gegangen, viele Creator sind gegangen und sind auf andere Seiten umgeschwenkt, auf denen man da nach wie vor noch rumdödeln kann. Dann, einige Tage später, hat OnlyFans auf Twitter Folgendes geschrieben, und zwar, dass sie eben das Ganze zurückziehen und es jetzt doch normal weiterlaufen kann. Und das ist alleine so schon, wie es ist, komplett komisch. Weil man fragt sich, warum habt ihr dann zu Anfang gesagt, wir können das nicht machen und jetzt heißt es auf einmal, hey, ihr könnt doch weiter verfahren, so wie immer. Was hat sich da jetzt geändert? Haben die Banken das zurückgenommen oder seid ihr bei anderen Banken? Beziehungsweise kommen da vielleicht Dinge auf die User wie auch die Creator zu, dass Zahlungen dann eher an die Seite gehen, dass sie trotzdem weiterhin Geld verdienen? Weiß man alles nicht. Ich selbst habe mich auch nicht so tief damit auseinandergesetzt oder eben in der Hinsicht informiert, um jetzt zu gucken, warum sie das zurückgenommen haben. Aber, und hier setzt der eigentliche Podcast an oder die eigentliche Frage an, die Sorge ist von Anfang an da und auch nach wie vor vorhanden, dass jetzt eben ganz viele junge Damen, aber auch junge Männer, generell einfach Creator von dort, umsteigen und sich unter anderem eben auch auf Twitch breit machen. Das war zu Anfang der erste Schrei, so von wegen, oh nein, jetzt werden diese ganzen Cam-Girls und Cam-Boys, ich weiß nicht, wie viele Männer das gemacht haben, also das ist ja eher, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall hat man die Sorge gehabt, dass die dann direkt alle auf Twitch umsteigen und es auf Twitch jetzt halt dann zu diesen ganzen Hot-Tub-Geschichten, was ja eh schon recht weit ging in eine spezielle Richtung, dass da jetzt noch einschlägigere Creator wie auch eben Kunden dann rankommen und die ganze Sache da vielleicht noch breiter treten. Und wir wissen, dass Twitch ja in der Hinsicht zumindest in der Vergangenheit nie wirklich reguliert hat. Also das hat man bis jetzt eigentlich immer so laufen lassen. Natürlich gab es immer wieder Bans, weil dann doch mal eine sich zu tief gebückt hat und man komplett in den Darm reingucken konnte oder bis an den Muttermund irgendwas sehen konnte. Ja, das waren Dinge, die dann auch mal bestraft wurden, aber dann auch nicht permanent, weil es ja hieß, es war aus Versehen. Obwohl ich finde, die Frage dann schon im Raum steht, wie kann sowas aus Versehen passieren? Mir ist sowas noch nie passiert, aus Versehen, dass ihr da so tief in mich reingucken konntet. Maximal, wenn ich gegähnt habe, aber das ist ja was anderes. Also kurzum, du hast Twitch, die dafür bekannt sind, dass sie da gar nicht so stark hingucken, sondern auch gerne mal ein, zwei oder drei Augen zudrücken. Und du hast eine Riesenmasse an mehr oder weniger arbeitslosen oder zumindest plattformlosen Leuten, die sich jetzt gerade umgucken. Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Was ist schon etabliert? OnlyFans war ja sehr groß, das kannte jeder. Es gibt noch viele andere Ableger von diesen Geschichten, aber die scheinen sehr klein zu sein und halt noch nicht so bekannt und noch nicht so beliebt. Das kann sich natürlich jetzt auch ganz schnell ändern, aber wir wissen ja alle, wie es eben auf Twitch läuft. Da kann man gut und gerne mal den ein oder anderen Euro verdienen, indem man sich eben zeigt, darstellt und nicht standardmäßig darstellt in irgendeinem Cosplay oder sonstigen Fummel, sondern halt dann doch leicht bekleidet und mit den üblichen Dingen. Haha, ich bin Single und ihr habt alle die Chance, an mich ranzukommen, wenn ihr genug spendet und so weiter. Ja, und jetzt kommt hier die Frage an euch. Habt ihr das erstens natürlich überhaupt mitbekommen oder ging das komplett an euch vorbei?
die meisten werden schreiben, natürlich war ich noch nie auf OnlyFans und benutze es auch nicht. Also ich glaube euch da auch. Ich meine, man hört natürlich viel davon, aber ich bin mir sicher, dass von euch kaum jemand irgendwo auf OnlyFans unterwegs ist als Kunde und da irgendwo was, irgendwie Geld bezahlt, um was zu sehen, was man überall auch kostenlos bekommen kann. Ja, also einmal das, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt, dass sich OnlyFans so dermaßen ins Knie geschossen hat. Also die haben sich praktisch chirurgisch die Kniescheibe schon so ein bisschen abnehmen lassen, öffnen lassen, zwei Schrotflinten links und rechts rein, dann pff, sich das ganze Ding da unten rausschießen lassen und jetzt dann im Nachhinein gesagt, warte mal, wir kleben die wieder an, die Kniescheiben ist in Ordnung und laufen jetzt einen Marathon. Alles gut, ihr könnt wieder zu uns kommen, wir haben euch nur verarscht, it's just a prank. Wie glaubt ihr, könnte diese ganze Migration aussehen? Kommen jetzt wirklich, oder kamen vielleicht auch schon, es ist ja jetzt schon eine Woche her oder so, oder zwei, kamen jetzt schon vielleicht neue Leute dazu, die sich in diesem Bereich Hot Tub und so weiter breit machen und wird das vielleicht immer normaler, dass solche Dinge passieren wie, oh nein, mir sind gerade beide Brüste rausgefallen und die Unterhose ist auch irgendwie verschwunden, keine Ahnung, ich habe sie gegessen, weißt du, so eine Perlunterhose. Oder glaubt ihr, die ganze Sache wird gar nicht so weit kommen? Es ist ja eh immer mehr Regulation am Start und wir werden da gar keine großen Probleme haben, wobei ich da gar nicht, das ist wieder ein ganz anderes Thema, die Sache, weil ich Probleme sage, werten will von wegen, das will ich da nicht sehen auf meinem Twitch oder sowas. Ich bin der Letzte, der da irgendwas verbieten wollen würde auf Twitch selbst. Ich würde dann, wenn überhaupt, nur anmerken, dass man vielleicht Regeln und so weiter dann nochmal ein bisschen, ja, also es treiben sich eben auch sehr viele junge Menschen darum. Klar sagt man dann, hey, die Eltern müssen da aber hauptsächlich gucken und sowas und die Seite ist nicht dafür verantwortlich, dass oder ob vielmehr die Kinder da eben Dinge sehen oder eben auch nicht sehen, was sie nicht dürfen, weil das gerade eben ein richtiger Satz, ich weiß es nicht. Klar, natürlich, diese Meinung vertritt man und ist auch eigentlich vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz ist Twitch zumindest in den Augen ihrer Kunden, glaube ich, eben eher keine Porno-Streaming-Seite, sondern schon noch eher sowas mit Richtung Gaming und natürlich auch andere Arten, um sich auszuleben, aber eben nicht, um sich auszuziehen, sondern halt, ja, man zeigt, wie man, vielleicht auch, wie man tanzen kann, klar, angezogen natürlich, wie man irgendein Instrument spielen kann und so weiter und so fort, aber halt auch ein riesen Batzen Gaming. Ich denke, Gaming ist sogar nach wie vor so der größte Teil, oder? Wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Und das, also so ein riesen Zuwachs an Leuten, die das nicht so sehen und die das auch anders gewohnt sind, also Zuschauer wie auch Creator, ich spreche ja beide an gleichermaßen, könnte dafür sorgen, dass da vielleicht dann doch nochmal viel, viel, viel mehr Content kreiert wird, der nicht üblich für die Seite ist. Und da ist halt die Sorge dann vielleicht, dass sich Twitch dahingehend verändert, dass vielleicht andere Gruppen, die sich da schon seit Jahren rumtummeln, so ein bisschen, ja, nicht kurz kommen. Kurz kommen wäre eigentlich Quatsch, weil ich meine, theoretisch in einem komplett freien Markt oder auf einer freien Plattform kann ja jeder alles machen und der Zuschauer entscheidet, was er macht. Aber nichtsdestotrotz hat man dieses Gesamtimage von der Seite, wie zum Beispiel OnlyFans, das Image hat, dass da Amateurporno verbreitet wird und zwar heftigst. Übrigens, was man da vielleicht auch noch anmerken kann oder vielleicht sogar muss, es gab auch schon im Vorfeld gemauschelt, dass man OnlyFans da möglicherweise irgendwie mal auf die Finger hauen muss, weil da eben auch junge, sehr junge Menschen unterwegs waren, also als Creator und man gesagt hat, hey, vielleicht ging das da sogar in Richtung Kindergeschichten und sowas und das geht natürlich nicht, ne? Wenn sich da ein 15-jähriges Mädchen verwirklicht und dann irgendwelche Sachen rausballert, das ist dann auch nochmal ein Punkt gewesen, glaube ich, der schon im Vorfeld dafür gesorgt hat, dass auf OnlyFans ein gewisses Auge geschmissen wurde und man gesagt hat, da müssen wir mal ganz genau gucken, weil es ja dann doch sehr offen war, man wohl einfach alles machen konnte, was man wollte und da keine großartige Überprüfung dahinter stand, aber das weiß ich wiederum nicht, weil ich da halt kein Creator bin und auch kein User, aber ich glaube, das hat auch noch mit hinzugezählt, dass jetzt dann Banken gesagt haben, halt stopp und dann hat OnlyFans gesagt, wir verbieten es einfach komplett, wir hauen da alles weg. Zeichnungen wären übrigens, glaube ich, noch erlaubt gewesen, so Furry-Kacke und was weiß ich alles, aber Nacktheit in jeglicher Form wohl nicht mehr. Diese Regeln sind übrigens auch nicht in Kraft getreten. Sie haben sie nur angekündigt. Und dann sind daraufhin schon halt ultra viele gegangen. Tausende sind pro Tag irgendwie davon, haben ihre Abos beendet und sind ab. Ich schweife aber schon wieder ab. Wieder zurück zur Frage an euch. Glaubt ihr erstens natürlich, dass da viele jetzt rankommen und da möglicherweise das Gesicht von Twitch verändern? Und zweitens, fändet ihr das schlimm, wenn es so wäre? Wenn Twitch sagt, hey, wir passen unsere Regeln an und machen das vielleicht auch noch ein bisschen lockerer, gehen sogar so weit, dass für eine
so eine richtige Camgirl-Sache haben, was aber schon extrem wäre. Also das wäre extrem, das wäre absolut krass. Oder sagt ihr, ja gut, die kommen eh nicht so arg oder wie auch immer. Also ich habe schon aus Interviews oder vielmehr aus Zusammenschnitten mitbekommen, also in diesen Zusammenschnitten ging es darum, dass man einmal diese ganzen Menschen spricht, die auf Twitch vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen sind, und das war dann so eine Diskussion mit, wie weit kann man gehen auf Twitch jetzt, speziell auch Richtung Porno und sowas, was kann man machen, was kann man nicht machen, was sollte man machen können und was sollte man nicht machen können, und da haben dann auch unter anderem Pornodarsteller und Darstellerinnen gesprochen, und da waren dann noch einige, die erst frisch auf Twitch angefangen haben und gesagt, die völlig aus dem Häuschen waren, die gesagt haben, hey, ich krieg da viel mehr Geld und muss mich dafür kaum ausziehen. Also ich kann da viel eher drauf arbeiten und muss gar nicht solche Dinge machen, die ich vielleicht auch gar nicht so will, sondern kann da viel chilliger arbeiten. Also ist es vielleicht auch ein Plus für Menschen, die in die Richtung gerne Geld verdienen wollen würden, aber gar nicht so weit gehen wollen und sich irgendwie so ein 30 Meter Dildo reinrammen wollen. Ist das vielleicht sogar der richtige Weg, um Leute da also vielleicht auch rauszuholen aus der Schiene? Oder gibt es eben die Stimmen, die sagen, das wollen wir generell nicht, egal in welcher Form. Twitch soll so und so funktionieren und soll nicht auf ausschließlich Körper oder sowas ausgelegt sein. Zum Ende hin dann jetzt kurz meine gewertete Meinung dazu. Also ich finde A, es nicht schlimm, wenn, also vor allem halt diese ganzen Damen, die da so ein bisschen auf, oh nein, mir ist was rausgefallen oder ich trage ultra einen Ausschnitt und sowas. Ich finde es nicht schlimm, wenn das gemacht wird. Es ist auch ein Weg, wie man da reinhasseln kann, wie man auch Geld verdienen kann. Was soll's? Kritisch finde ich es dann, wenn es halt dann also ganz arg auf die Ausbeutung geht und man halt eben auch anfängt zu lügen. Also es gibt da ja Beispiele, wo dann der Partner verschwiegen wurde und man wirklich gesagt hat, ich bin für euch verfügbar, und wenn ihr nur stark genug da seid, wenn ihr oft genug da seid, wenn ihr genug spendet und so weiter, vielleicht so unter dem Deckmantel der, was weiß ich, Nettigkeit oder wie auch immer, irgendwie so im nebulösen Satz rausgehauen, wenn ihr das macht, dann habt ihr sogar die Chance, mit mir zusammenzukommen oder sowas, dann finde ich es eklig. Egal, ob Mann oder Frau jetzt auch komplett geschlechtsungewertet. Das ist halt so, dass ich glaube, dass es auf Twitch, das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, diese Boobie-Streamerinnen halt hauptsächlich Frauen sind. Alleine schon vom Namen her, ne? Es gibt sicherlich auch Männer, die da vielleicht sowas machen und auf ihr Aussehen gehen, also nur auf ihren Körper und dann halt Muscle-Shirts tragen und hey, Ladies und, weißt du, so hocken. Die Facecam ist riesig und das Spiel ist unten in so einem ganz kleinen Fleck. Das gibt es wahrscheinlich auch. Aber ja, ich glaube, da sind dann doch eher die Frauen am Start. Zumal das auch eher bei Männern zieht, also bei jungen Männern. Ne, die können da eher gefarmt werden als junge Mädchen. Mädchen gehen wiederum eher auf diese, also wie früher auf diese Bands, auf diese Tokyo Hotel und sowas. Gott, das Film war das damals eine Kreischerei, holy shit. Meine Schwester war Tokyo Hotel-Fan. Wenn die da mit ihren Freundinnen sich getroffen hat und sie ihre Lieder gemacht haben, haben sie so schon bei uns daheim rumgeschrien. Das ist wiederum bei Männern nicht so, ne? Männer feiern zwar auch Bands in jungen Jahren, so mit 12, 13, 14, 15, 16, 17, also Jungs, Kinder, wie auch immer. Aber sind dann anders, leben das anders aus. Die sind dann halt eher in den ganzen Boobie-Streams. Hallo Cindy, ich hab dir einen Fünfer gespendet, sag meinen Namen, ne? So ungefähr. Also, wenn es da auf diese Ausbeutung genau dieser Usergruppen ausgelegt ist, dann finde ich es ein bisschen heftig. Aber jeder soll natürlich mit den Vorteilen arbeiten können, die er auch natürlich bekommen hat. Also natürlich meine ich jetzt tatsächlich die Natur. Wenn du halt irgendwie ultra gut aussiehst, dann musst du ja keine Maske aufsetzen, um hässlich auszusehen, um dann eben reinzukacken in den Stream, sondern du kannst das ganz normal machen. Und wenn du gut gebaut bist, egal ob Mann oder Frau, dann kann man das ja auch zeigen. In einem gewissen Maß zumindest. Jetzt nackt oder sowas, das finde ich, hat auf Twitch halt nichts zu suchen. Also Pornos haben auf Twitch nichts zu suchen. Genauso wenig, wie sie auf YouTube was zu suchen haben. Und der Content, der darauf ausgelegt ist, wirklich auf pornografische Geschichten, sollte auf Twitch eben auch nicht am Start sein. Aber wenn sich jetzt so eine Cam-Person sagt, hey, ich habe gehört, auf Twitch kann ich auch Geld farmen. Ich habe eine Leidenschaft fürs Zocken, habe aber bis jetzt immer nur als Cam-Mensch gearbeitet und habe halt irgendeinen Schweinkram machen müssen, den ich zwar ganz gerne mache, aber der mich trotzdem irgendwie nervt. Und jetzt habe ich festgestellt, jetzt kann ich hier gemütlich Minecraft spielen und gut aussehen dabei und Geld bekommen. Dann ist es schon, ich würde sagen, es ist ein Gewinn. Es ist ein Gewinn, wenn man diese Möglichkeit hat, das zu machen. Aber halt in diesem Rahmen. Also immer mit dem Gedanken dabei, hey, das sind wirklich junge Leute. Ich muss jetzt nicht komplett auf Ausbeutung, Ausnutzung gehen und mit irgendwelchen Lügen. Weißt du, mein Ehemann, meine Ehefrau, mein Ehepartner halt andauernd
verstecken und sagen, hey, komm jetzt nicht, ich mach den Stream an. Die sollen denken, dass ich Single bin und sowas. Das ist halt irgendwie, das finde ich schon heftig, wenn man in die Richtung geht. Ja, und hier zum Ende eben nochmal die Frage, wie seht ihr die gesamte Sache? Cool oder nicht so cool? Geht? Kann man mal machen? Naja, haut's in die Kommentare, wir lesen uns dann dort. Ich gehe jetzt auch gleich ran und beantworte noch ein paar. Ihr wisst ja, bei mir werden alle Kommentare beantwortet, auch wenn es manchmal ein paar Tage oder gar Wochen dauert. Sorry. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Liken. Livestreams nicht vergessen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.